Stadtdame. Ja, das ist. Ja. Ja, natürlich. Nein, nein, das ist schon klar. Das ist schon klar. Ich habe ja. Ich weiß, ich war gestern im Stadtarchiv. Es hat überhaupt keine Noten mehr. Ja, ich weiß, alle Noten sind weg. Also ich meine, nicht hunderte Noten. Das ist fair in der Kasse. Ich meine, die Musiknoten sind weg. Ja. Ja, sie, es hat kein Beethoven mehr, es hat kein Mozart mehr, es hat keine DJ Bobo-Noten mehr, keine Beatrice Egli, ist alles weg. Ja. Ja, ich weiss, jetzt bin ich da in der Stadtmusik. Ja, ich rufe zurück, eine Grüße Frau. Ja, Adi, Herr Dellenbach, ja. Hallo, bist du der Dirigent? Ja. Hey, ich bin der Detektiv Allegro. Ah. Ja. Freut mich, du kommst weggerufen. Ja, ich habe einen Auftrag, muss sogar am Sonntag arbeiten. Das ist nämlich ganz schwierig zu brennen. Da im Garten, da verschwinden die Noten. Also die Musiknoten, da hat es ja noch. Ein paar haben wir noch, ja. Ein paar haben wir noch. Du stehst schon auf einer Platte, ich brauche sicher, das sind nämlich noch. Oh. Siehst du, bei euch geht es auch so los. Hat leere Blätter, keine Noten mehr. Das ist furchtbar. Wie soll ich den Fall lösen, allein? Ich habe es gesagt, aber er hat kein Budget. Ja? Dellenbach hat kein Budget. Ah! Ja, grüezi miteinander. Ja, Wahnsinn! So viel. Oh, ihr habt ganz schlaue Jäugli. Ja, hoi! Hoi! Bist du auch da? Alle sind da. Ich hätte eine kleine Bitte. Könntet ihr mir helfen, das Rätsel zu lösen, warum die Noten verduftet im Bremgarten? Hättet ihr Zeit? Na komm jetzt, ein halbes Stündchen. Also na komm, es gibt auch etwas am Schluss. Also gut, sag mal, Niki, könntest du uns mal sagen, wie es tönen, wenn es keine Noten mehr gäbe? Das wollte ich nicht hören. Aber wie würde es denn tönen? Wir probieren mal. Ohne Noten. Bläh. Ich komme nicht von Luzern, das ist ja Guggenmusik, das ist ja Fasnachtsmusik. Das willst du doch nicht immer hören, so etwas, gell? Du auch nicht, oder? World, was steht bei dir? World. Die ganze Welt steht bei dir drauf. Nein, das willst du ja nicht hören. Ich meine, das ist eine berühmte Musik, das ist die Bremer Stadtmusikanten, das ist. Die sind berühmt, wo ist der Esel und wo ist der Gückel? Niki, bist du der Esel? Der Gückel, ja natürlich. Blöd, Bremgartner Stadtmusik. Entschuldigung. Die Bremgartner Stadtmusik ist nämlich ganz berühmt. Die ist schon Vize Nummer 2, fast Weltmeister von der Schweiz gewesen. Ja. Und die sind noch viel besser als Oberlundkofen, Unterlundkofen und Zwischenlundkofen zusammen. Die spielen grossartig, spielen die. Nein, das ist eine super Band. Ist das, ja. Aber jetzt müssen wir helfen. Ich meine, als Detektiv, ihr wisst ja, wie Detektiv geht, oder? Du weißt das auch. Oder? Detektiv muss man schauen, wo hat es eine Spur, wo könnte man etwas sehen, etwas finden, ein Rätsel lösen. Habt ihr bei euch schon mal geschaut? Irgendetwas? Etwas, das anders ist als sonst? Es müsste ganz anders sein. Stopp! Füttel in die Luft. Ich meine, anzeigen. Aha.
Dankeschön. Woher kommen Sie? Hä? Woher kommen Sie? Bremgarten. Aha, Bremgarten. Gut, dankeschön. Mal schauen, was da drauf steht. Ihr habt recht gehabt. Rätsel 1. Ihr habt hier die erste Rede. Ja, das weiß ich, denke, dass wir jetzt die erste Rolle. Manchmal sind die so blöd in diesen Rätseln. Wenn ihr alle 10 Rätsel lösen könnt, werdet ihr Erfolg haben. Das ist super. Das erste Rätsel könnt ihr nur lösen. Das ist Hochdeutsch. Wenn ihr gute Ohren habt. Habt ihr gute Ohren? Ja, sicher. Schosen putzen, da hat es noch Zahnpasta drin. Ah, gut. Wenn ihr jetzt die Augen zumacht und hört, welches Instrument das spielt und herausfindet, wie das heisst, dann geht es weiter. Also Augen zu, jetzt hören wir, welches Instrument spielt. Augen zu, nicht die Ohren zu, die Augen zu. Das sind die beiden da vorne. Nicht einfach, dann haben wir alle geblasen. Haben Sie es nicht gemerkt? Haben Sie es gemerkt? Welches sind schon? Ja, welches? Die Oboe. Oboe. Nein, es war nicht die Oboe. Weißt du, aber es gibst du? Na, du sagst es, die Eveline. Saxophon. Ja, wir lösen das Rätsel, es war die Tuba. Ja, schau mal. Und hinter der Tuba hängt eine Frau dran. Dürfen wir die auch mal sehen? Wow, das ist eine Tuba. Also ich kann ja daheim so eine Multipackung Zahnpasta-Tuba. Aber das ist ja noch viel die grössere Tuba. Grossartig. Das ist eben Tuba. Du, habt ihr ein ganzes Stück, das Tuba-Rolle spielt? Ja. Also gut, dann losgetubt. Schön. Das ist glaub der Senftubenwalzer gewesen. Ja, Moment. Wir sind ja nicht blöd. He? Vermutlich ist das nächste Rätsel in der Tuba. Frau Tuba, wo ist das Rätsel? Ich meine, wenn man so eine grosse Blumenvase hat am Instrument, ist doch nicht ganz sicher das Rätsel, oder? Ganz weit runter. Bist du? Das ist Bremgarten. Bist du? Und vom Bist du? Zweite Rätsel. Oh. Bist du? Was steht in Bist du? Bist du Mann? Bist du? Bist du Mann? Bist du Frau? Bist du? Das könnt ihr lösen, wenn ihr das Echo nachher machen könnt. Das ist dann einfach. Ja, ihr könnt doch Echo nachher machen, oder? Echo. Ja, komm jetzt. Willst du mich fertig machen, oder was? Ja, ich mach dich noch die Aufnahme, du. Also, ein Echo geht ja so, oder? Ein Echo gibt es ja nur beim Wandern, oder? Wenn man an der eigenen Nordwand entlang wandert, kann man rufen und sagen: Hallo! Macht Hallo! Das kennen die ja schon, oder? Und zum Beispiel, wir tun mal üben Echo. Zum Beispiel sagen wir: Wir gehen nicht in die Schule! Wir gehen nicht in die Schule! Das ist aber leider nicht so. Wenn man das ruft, die Felswand, kommt nur ein Teil zurück. Also man ruft, wir gehen nicht in die Schule.
Und das Stück kommt nur, in die Schule. So ist das. Aber jetzt machen wir mal ein Echo. Also das heisst, wir machen... Ich bin so verwirrt. Ich meine, ja, Bremgarten ist ja bei Wohlen. Bist du schon mal zu Wohlen gewesen? Ja, super. Also in Wohlen, dann geht es ja so gut, dann ist es so wohl, oder? Darum heisst es ja Wohlen. Und das Wohl, da haben sie ein Instrument erfunden, das heisst Wohlklang. Und das hat einen latinischen Namen, das ist Euphon. Also wenn darum, Euphonie drum. Euphonium! Haben wir da auch Euphoniums? Euphoniums? Oh! Russische schwere Winter-Euphonium. Und die Euphonium, die wandern natürlich mit auf dieser Echo-Wanderung. Und wenn es ein bisschen bergauf geht, wird es schwieriger. Und dann wird es wieder besser. Und dann kommt das Echo und dann machen wir alle mit. Tut der Posto? Können nicht mehr anfangen. Super, alles gut. Und los! Wunderbar, das war der Gruß von Wolle mit dem Euphonium. Und habt ihr gesehen, wie die stehen müssen mit den Instrumenten? Wenn es anders würde stehen, würde nämlich die Instrumente zusammenplappen und man würde gar nichts hören. Und darum müsst ihr einander vorbeiblasen, oder so wie beim Autostopp. Ja, super, das war so eine Form. Ist natürlich klar, oder, wo das nächste Rätsel ist. Eh? Soll ich sagen, bei der Euphonie drum, oder? Euphonie drum. Ganz zu. Tada! Ja, tada! Hä? Ist erst gestern auf die Welt gekommen und heute spielt er schon Euphonium. Tada! Habt ihr gesehen, den schönen Flugplatz, den er hat? Wunderschön. Bium! Wunderbar. Das ist das nächste Rätsel, das schaffen wir. Müsst ihr mit dem Orchester gemeinsam lösen. Oh, immer die Gruppenarbeit, ich mag es nicht. Welches Instrument kann einen Rennwagen nachmachen? Geht es eigentlich noch? Sind wir blöd? Instrument macht einen Rennwagen. Brauchst du Benzin, brauchst du Motoren, brauchst du nicht. Es gibt kein Instrument, das das kann. Nein. Moment, wer ist das gewesen? Habt ihr es gesehen? Wer ist das gewesen? Der Verdächtige soll sofort aufstehen. Oh, das ist es. Und wisst ihr, was sein Instrument heisst? Füdli und Une, Posune. Ja, genau. Posune ist das gewesen. Jetzt wollen wir mal hören, was die Posune miteinander können. Sie nehmen Haufen. Wow!
das war mal ein Rennen ohne Umweltbelastung. He? Monza, Monte Carlo, alles. Wissen Sie überhaupt, warum die so können vorstossen? Ja, das war früher, als das angefangen hat. Sind immer, ich meine, wenn Posaunenspieler hintereinander stehen, oder, der vorne stand, dann wird ja schwerhörig. Oder? Und dann weiss er nicht mehr, wenn der Einsatz kommt, und darum muss der andere hinein immer der Puh, hey, du kommst. Pa, ah, ja, para. Darum heisst das Posaune. Also, Posaune. So. Aber ich. Es ist klar, he? Das nächste Rätsel ist bei der Posaune. Findest du auch? Aber nein, wohl! Ich bin überzeugt, das ist bei der Posaune. Niki, was machst du jetzt? Bergsteigen mit Euphonien. Was machst du? Ich kann bergsteigen mit Euphonien. Du kannst bergsteigen mit Euphonien? Darum habe ich da so ein Seil. So. Das ist Schwindlig, glaube ich. Der hat mich nämlich gefangen nehmen mit dem. Sag mal. Ah! Auch hier ist ein Rätsel dran. Oh. Oh, das ist eine Abrechnung. Ah, ja, das ist eine Abrechnung vom Stadtpräsidenten. Ah, nein, noch da. Liebe Kinder, ihr habt das Seil gefunden. Ja, klar, ist ja logisch, oder? Wir sind ja nicht blem-blem, oder? Also, es gibt ein Instrument, welches ausgerollt genauso lang ist wie dieses Seil. Wie heisst es? Wenn wir mal schauen. Wie lang ist er doch? Ein Instrument, das so lang ist, wenn man es ausrollen würde. Was könnte das sein? Ein Klavier? Nein, das kann man nicht ausrollen. Ein iPhone. Das ist ein iPhone, ja. Hä? Das Xylophon. Ein Alphorn. Ja, das können Sie, haben wir hier ein Alphorn? Nein. Ein Waldhorn. Guck. Jetzt sagen wir, ein Waldhorn. Ah! Wow, das wäre so lang. Ist ja Wahnsinn. Es geht. In einer bestimmten, wunderbar. Das Waldhorn. Wunderbar. Kann man mal hören, wie das Waldhorn so tönt? Niki, haben wir ein Stück mit Waldhorn? Ich wäre dann der Hirsch. Oder der Fuchs. Oder ein Würmli. Wunderbar. Und da hinten sitzt Karin. Karin ist Waldhornförsterin. Und immer am Donnerstagnachmittag geht sie mit den Waldhörnern in den Wald spazieren, damit sie nicht einsam werden. Ja, das ist. Sag mal, was ist denn da? Wer hat denn den Koffer da angestellt? Immer statt der Koffer. Was ist denn das für ein. Ich schaue mal, was in diesem Koffer rein könnte sein. Spaghetti oder. Aha. Das Zitronenliebli von Brasilien. Kühe eignen sich zum Kuscheln. Das gehört doch nicht in ein Familienkonzert. Ein vertrocknetes Sandwich. Aha. Ah, da. Wunderbar. Da ist das nächste Rätsel. Rätsel Nummer 4,5. Ja, das machen wir. Ja. Ha, ihr wollt auch wissen. Die Frage ist in dem Rätsel, wisst ihr, welches Instrument man da drin kann versorgen? Was ist das für ein Instrument, das man da drin kann versorgen? Trompete. Eine Trompete? Warum hast du jetzt das schon gewusst? Ich finde das ein bisschen blöd, wenn du das schon weißt. Ja, danke vielmals. Jawohl, eine Trompete. Ah! Trompete. Haben wir auch eine Trompete bei uns?
Ich könnte mal Trompeten hören, wenn sie so richtig wie im Wilden Westen so. So. Können die etwas Wildwestisches? So sind die Cowboys. Dann wollen wir mal hören, wie das tönt. Bremgarten goes Wild West. Hey! Go on the horses here! Come on! Thank you, lady and three gentlemen. It was a great show, a great Wild West show, Bonanza in Bremgarten. Very great, very great. Ja, ich finde, wir haben ja schon so, wir haben ja viel Rätsel gefunden in so einem wahnsinnigen Tempo. Ich finde, wir haben jetzt, also wir haben zum Beispiel, was haben wir kennengelernt? Wir wissen, wir kennen den Tuba, also Senftuba und so weiter und so fort. Wir kennen jetzt Euphonie-Dings-Brumps, wir kennen den Posaune, wir kennen den Trompeten, das sind alles Blöser sind das. Und darum, und weil die so Blöser sind, darum ist es so hier so durchzuckt da innen, oder? Einfach aufpassen, dass ihr nicht verkältet rausgehen aus dem Konzert. Blöser, wir reden jetzt später darüber, dann werden wir alles besprechen, ich sag dir. Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt könnten wir doch, wenn wir schon 5 Rätsel gelöst haben, he? Lassen wir uns ein bisschen Musik, machen wir ein bisschen Wunschkonzert. Könnt ihr ein Stück spielen, wo ich vorkomme drin? Ein Song für dich. Für mich. Detective Allegro. Yes, this is a super sound. This is my song. Ladies and gentlemen, children, it's my song here. I'd like to say to you it's my real song. Oh, go on. I love Bremgarten. I prefer to be here in Bremgarten. I love you. Ich kann euch gerne super finden, großartig. Das Schwieslied, Bremgarten. Wunderbar. Plötzlich kommt man dazu mit einer zusammengeleiteten Trompete. Ja, hey, was machen wir jetzt? Das nächste Rätsel finden. Und wo ist das nächste Rätsel? Natürlich bei den Musikern. Und wo natürlich? Hä? Nicht mehr? Habt ihr nicht mehr? Aussergewöhnliches? Moment. Köpfchen. Ist bei euch vielleicht irgendwo etwas versteckt unter einem Bänkchen? Zwischen den Zähnen, hinter den Ohren? Nein? Niemand? Oh! Ich sehe etwas. Bei einem jungen Chemiefäger habe ich etwas gesehen. Aha! Das ist dein letztes Zeugnis? Oder rauchst du schon Nielen?
Einfach nach dem Kötzchen wieder zusammenputzen, gell? Aha. Von welchem Instrument hat es nur ganz wenige im Blasorchester? Also, ich habe fast keine Harfe gesehen. Vielleicht, also, ja. Es sind zwei verschiedene, nein, drei verschiedene Instrumente gesucht. Und die gehören all drei zu den Doppelrohr. Das ist ja wieder Kanalisation. Doppelrohrinstrument. Wie könnte das sein? Können wir mal die Doppelrohrinstrumente, könnt ihr mir nicht mal hören? Wie tönen die Doppelrohrinstrumente? Oh je, yeah, oh je. Yeah. Ich habe gewusst, das kommt nicht gut raus. Könnt ihr mal aufstehen, die Doppelrohrinstrumente? Und warum heissen die Doppelrohr, Frau Doppler? Also das ist ja so, in einem Doppelrohr, das ist aufeinander gemacht worden, sind zwei Blöcke, die dort sind. Und wenn man dort spielt, sind sie zwei. Haben Sie verstanden? Also gut. Und welches ist jetzt die Oboe? Das ist die Oboe. Das ist die Oboe. Warum heisst sie so komisch? So wie ein Äpfel, ein Pfuhlen. Oboe. Ah, okay. Und wie heisst das Ding da? Das ist English Horn. English Horn. Okay. Do you speak English? Just a little bit. Yeah. Just a little bit. Oh, it's nice. And the fagottli? Oh, das ist Fagott. Oh, grossartig. Kann man die mal hören, wie die tönen miteinander? Ja, haben wir ein Stück sogar? Ja, ja, ja. Oh, das werden wir hören. Was meinst du? Ja, etwa so tönt es, genau. Etwa gaga. Etwa gaga. Göttlich. Ja. Also wie im Advent. Also ich habe Zimmetsterne gehört und Mailänderli und so. Und Engel habe ich gesehen fliegen. Schwetter, 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 schwetter. Das ist richtig gross. Ja, es ist natürlich klar, wo der nächste Ding ist, der nächste Rätsel, oder? Du weißt auch, wo denn? Im Grossen. Im grossen Dings. Gibt es ein Instrument, das grosses Dings heisst? Ah! Im Fagott. Im Fagott. Da schaut vorne ein abverreckter Fasnachtschuss raus. Im Fagott. Oh je. Oh nein, jetzt wird es ausländisch. Japanisch. Zeta Eobo. Mana, Zeta Eobo. Zeta Eobo. Aber, Oboe hat es. Ah! Oboe hat es. Junger Mann mit der Mähne. Oboe hat es. Na ja, ja, ja. Das Gelbe da, das ist nicht dein Ohrenschmalz, das ist etwas anderes. Voilà. Voilà, hein? On parle français ici, hein? C'est Bremgarten, c'est pas la Suisse, hein? Oh. Alors, viele Rätsel habt ihr schon gelöst. Das ist gut. Gesucht wird jetzt ein schön glänzendes Instrument. Das Mundstück nimmt man nicht in das Mund. Aber man muss beide Hände seitwärts hochhalten. Oft haben sie auch ein Baby dabei. Oh, wie heißt das Instrument, das man auf der Seite muss heben? Du! Ja! Querflöte, grossartig. Danke vielmals für die Zusammenarbeit. Kommt gut. Querflöte, können wir nochmal die Querflöte sehen?
Wo sind denn die Querflöten? Bist du Querflöte? Nein. Ah, da sind... Wow, so viele Querflöten. Und gesehen, das sind alles Frauen. Immer die müssen Querflöten. Moment. Mir hat der Stadtdame gesagt, ich darf einen blöden Witz machen. Das ist nicht jetzt im Fall gewesen. Querflöte ist so schön. Und ist das schwieriger auf Querblasen oder gerade? Ja? Habt ihr zuerst mit einer geraden Flöte angefangen? Ehrlich, und plötzlich jetzt es lenkt, ich will nicht mehr, Können wir mal hören, wie das tönt, wenn Querflöte Flöte queret? Das ist ein Walzer, kann man. Das ist mit mir tanzen. Nein, du. Grüezi wohl. Oh. Das ist wunderbar, das ist wie Wienerwald. Einmal drehen. Und nach Hause, gnädige Frau, herzlichen Dank. Wir Buben tanzen nicht, oder? Sicher nicht. Sind wir doch nicht Mädchen, oder? Möchtest du mit mir tanzen? Ja, so fährt's ab. Also ich könnte das nicht, ich würde immer der Flöte nachlaufen, wäre ja gar nicht mehr auf der Bühne am Schluss. Oh, da steht noch das Baby. Wie ist der Name? Susi. Nein, ich meine dann vom Instrument. Piccolo. Piccolo ist ein Bub. Und wie tönt das, wenn das Piccolo allein spielt? Schön. Richtig zauberig. Hä? Grossartig. Und wie können wir eigentlich Piccolo ins Orchester bringen? Ihr den Piccolo-Storch? Oh, ihr könnt noch nicht aufgeklärt. Lassen wir das. Okay, danke vielmals. Grossartig. Und weißt du was? Ich habe das Gefühl, du hast so ein verschmitztes Lächeln. Bei dir ist die nächste Rätselrolle. Hat er jemanden in den Rücken hineingedruckt? Jetzt sind wieder die anderen schon. Ah, schau da. Das ist sicher. Könnte das sein? Oh. Jetzt wird es kriegerisch. Um dieses Rätsel zu lösen, müsste zuerst eine Kanone. Moment. Einen Kanon! Entschuldigung. Einen Kanon in zwei Gruppen sprechen. Der Kanon geht so. 1, 2, 3, wir sind nicht Rössli Hü. Ja. Nein. Können wir das? Ja. 1, 2, 3, wir sind nicht Rössli Hü. 1, 2, 3, wir sind nicht. Ja, das könnte man nur sagen. 1, 2, 3, wir. Gehen jetzt nicht in die Knie. Ja, genau. 1, 2, 3, das ist für die Älteren, für die Erwachsenen, oder man darf Rosen. 1, 2, 3, wir gehen jetzt nicht in die Knie. Also das machen wir es mal. Machen wir zwei Gruppen, fasst du an. Nein, ich fange an. 1, 2, 3, wir gehen jetzt nicht in die Knie. 1, 2, 3, wir gehen jetzt nicht in die Knie. Geht nicht so. Siehst, das ist eben das, darum ist er Dirigent dich nicht. Niki, ich übergebe dir die ganze Gesamtleitung. Bitte schön. Niki.
machen zwei Gruppen und ich habe volles Vertrauen, du schaffst es doch. Jetzt. Meinst du? Yeah. Okay, gut. Ich habe es 3-4 im Vertrauen. So, gut. Wir kommen mit mir. Und? 1, 2, 3, wir gehen jetzt nicht in die Knie. 1, 2, 3, wir gehen doch nicht in die Knie. 1, 2, 3, wir gehen 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mami. Papi, Papi kommt nicht mehr in die Schule, die stresset mich. Das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht gewesen. Nein. Aber er macht es gut, für das er rein ist können und macht es gut. Also ich, also so. Wunderbare, schöne Kanonen haben wir gemacht. So, jetzt das nächste Rätsel. Wir brauchen das. Wir haben ja alles schon. So, jetzt hätte ich aber noch gern. Es gibt doch so Instrumente, die sind so, wenn die Musik machen, wird es einem so warm ums Herz. So. Man wird so ganz weich, wie ein Frosch im Laich, im Teich, meine ich. Weißt du, sind so, wie heissen die? Die erste, die das gespielt hat, die hat Clara geheissen, ist eine ganz nette gewesen. Klarinette. Ah, Klarinette heissen die. Können wir mal die Klarinette hören? So viel Klarinette. Und dann mit Mann, hä? Ist euch auch so warm ums Herz. Und sie sehen auch so schön aus, die Klarinetten sind so wie... Die Klarinetten sind so wie Bärendreckstangen mit Silberröseln dran. Das ist doch wunderbar. Und ich meine, es ist ja ganz klar, wo vermutlich jetzt die nächste Rätselrolle ist, nämlich in der Klarinette du mal durchblasen, dann kommt es vielleicht raus. Nein, nicht? Das muss doch bei diesen Klarinetten irgendwo sein, habt ihr das Gefühl? Oder habt ihr bei euch noch eins gefunden? Also, wo Detektiv? Ja, hallo, wer ruft? Gerade immer ja, hoi. Ich glaube, sie könnten in der Bassklarinette versteckt sein. Mit der Bassklarinette? Also die Hälfte von diesen Klarinetten haben keinen Spass und die anderen haben Spassklarinetten. Macht keinen Sinn. Bassklarinette. Bassklarinette. Kannst du mal aufstehen und das nochmal machen? Schaut euch das mal an. Das ist ja wie die Stadt Zürich, Dampfschiff, wo sie noch gefahren ist, so tief vertont. Grossartig. Eine Bassklarinette. Und kann das nur Mann spielen, muss man den Stimmbruch haben dafür. Nicht noch, können auch Frauen, schön. Muss einfach abrasieren und länger die Haare wachsen. Dann kann er auch die Bassklarinette spielen, ist überhaupt kein Problem. Und hast du irgendwo in deiner Umgebung... Zufälligerweise die Abrechnung von der letzten Bassklarinettenstunde. Und wir müssen es dann wieder zahlen. Nein, also ehrlich, machen wir nicht. Rätsel 9. Bei diesem Rätsel müsst ihr gut die Ohren spitzen. Aua, wenn wir eine Heftpflaster haben. Ihr hört einen Akkord. Akkord? Wer ist denn das? Ein Ausländer?
Das sind mehrere Töne gleichzeitig. Erratet ihr, wer das spielt, aber die Augen müssen geschlossen sein. Also die Hühneraugen nicht, aber die Augen müssen geschlossen sein. Wenn wir das mal hören. Wir machen die Augen zu und hören mal, welche Instrumente miteinander Akkord spielen. Also Handorgel ist es nicht. Du weißt es. Wer? Saxophon. Haben wir den Saxophon da? Können wir noch mal die Saxophon sehen? Eine ganze Saxophon-Familie. Da gibt es einen Bass, einen Bariton-Saxophon. Bariton. Bariton. Und was ist denn das? Ist auch ein Tenorsaxophon. Das ist das, was nicht putzt ist. Damit die Töne höher raufgehen. Und was haben wir nebenzu? Ein putzter Tenor. Hat er putzt und dann ist alle Haare weggegangen. Und was ist das da? Alt Saxophon. Also das hat er ganz früh mal gekauft, hat weniger gekostet. Alt. Grossartig. Könnt ihr miteinander ein Stück spielen, wo so richtig Saxophon liegt? Nein, die wollen nicht. Niki, hilf denen, die wollen nicht. Mal, sie wollen. Das sind Schlawiner, sage ich dir. Oh ja, das sind Schlawiner. Wissen Sie noch, früher haben wir gesagt, Lausmeitli und Lausbub. Aber weil es keine Laus mehr gibt, kann man das nicht mehr sagen. Das sagen wir heute. Bist du ein blöder Geil oder was? Und nur früher haben wir gesagt, denen, die so ein bisschen Schlitzohrig sind, durchtriebene Kinder mit guten Ideen, haben wir gesagt, das sind Schlawiner. Und dazu gibt es jetzt ein Tango. Das ist ein super Sound. Was die an einem Sonntagnachmittag mit zusammengedrückten Trompeten alles zustande bringen, das ist einfach grossartig. So, ich habe das Gefühl, wir haben nur noch ein Rätsel, das wir lösen müssen. Und ich vermute, das müsste eigentlich jetzt hier hinten bei diesen Saxophonisten. Niki? Verheimlichst du mir etwas? Ja, das ist ein Zahnstocher, ein dong 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 dong. Oh ja, hinter das. Ah, das ist da dran. Schicken Sie diesen Allegro-Darsteller. Ah nein, schon. Falls ihr diese Aufgabe lösen könnt, seid ihr fast am Ziel, ist ja klar. Kurz vor dem Schluss ist mir fast am Ziel. Manchmal. Dann müsst ihr noch das Auflösungsblatt finden. Aha. Beim nächsten Stück müsst ihr immer das Gleiche wie der Detektiv Allegro machen. Jetzt geht's gut. Du kannst anfangen. Ihr müsst alles machen, was ich mache. Salto. Dann mache ich einen Schrauben, dreifach Rücktour. Dann fliege ich oben den Deckel entlang, oder? Und dann mache ich 70 Liegestützen. Und dann singe ich ein Solo. Und dann.
super gesehen. Super gesehen. Super gesehen. Das Auto mache ich, mach ich erst morgen wieder. Ich bin heute nicht so aufgelegt für das Auto. Und so. Ja, jetzt habt ihr alle, ja, eigentlich alle Instrumente kennengelernt. Blechbläser, Tuba, Euphonium und so weiter. Holzbläser. Und die Bläser zusammen, die geben nämlich ein Stadtorchester. Hä? Was? Ah, ihr seid auch noch da. Ach so. Ah, Entschuldigung, das sind Schlagwerker. Ja, die sind in der Gewerkschaft und da muss man immer aufpassen. Schlagwerker, die können so viel gleichzeitig. Die können zum Beispiel so viel gleichzeitig wie eure Mamis zum Beispiel, oder? Die können kochen, bügeln, Fingernägel lackieren, mit der Freundin telefonieren. Alles gleichzeitig, das können die auch. Alles gleichzeitig. Die können Xylophon, Tetraphon, Telefon, Pauke, Schlagzeug. Können wir mal hören, wie das tönt, wenn ihr so miteinander einfach so mal loslegt? Wow. Das haut ja hinten, oder? Das haut die sowas von hinten. Ja, und wie ist es? Ich glaube, ich würde sagen, es ist völlig klar. Das nächste Rätsel. Das nächste Rätsel ist doch da oben, oder? Oder wenn man sagen, wir hören mal. Ja, die könnt auch noch schön spielen, weißt du? Könnt ihr schön spielen? Ah, schön. Ah, die grosse Fee da in der Mitte mit diesen Pauken, die könnt schön. Das ist ein Ragtime. Ah, okay, ein Ragtime. Ragtime? Gut. Oh, good, it goes out. Oh, I'll reduce my show here, little Ragtime. Let's have the nice show here. Sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie gerade im Brenngarten, wo zurzeit der Vogelhändler gegeben wird, diese wunderbare Vogelhändler-Geschichte, das ist nicht Mozart, das ist was, Franz. Ich glaube, es ist der Franz von, das ist nicht der Lehrer. Bitte schön, auch wir haben einen österreichischen Gast bei uns, Kaiserin Veronika von Austriakien. Und ich bin sicher, dass Sie in Ihrem Reifrock das Auflösungsblatt bereit hat für unseren heutigen Nachmittag. Haben Sie... Ja, Himmel, das ist ein Problem, das haben wir doch so abgemacht. Ah, sie hat was gefunden. Sie hat was gefunden. Aha, ein Schweißband eines Kollegen. Ja, heute ist ja alles sportlich, oder? Was steht denn da drauf? Die Leute wollen jetzt Bratwurst essen. Ah, nein, blöd. Auflösung ist beim jüngsten Musiker der Stadtmusik. Wo ist echt der jüngste Musiker? Was denkt ihr? Der da mit der Tuba. Der da. Bist du der jüngste? Das ist eine Frau. Der Blonde. Nein, wer denn? Ah, da ist der jüngste Musiker. Ein herzlicher Applaus für den jüngsten Musiker. Grossartig. Ja, und ist bei dir, aha, er hat das Auflösungsblatt.
Ihr seid grossartige Hilfer. Ich muss sagen, Hilfer, Helfer. Ich meine, nicht einmal schnurren kann man. Kommt das jetzt schon für... Ah, das ist wie bei der Feuerwehr früher. Hinten tut man den Kessel ins Wasser tauchen in die Drüse und innen dran, Ende Mai, ist das Haus abgebrannt. So. Ihr habt 10 Musikrätsel gelöst. Bravo! Und jetzt steht da, und ich meine, wir haben es schon herausgefunden, was muss man machen, damit die Musik nicht verschwindet. Das kann ich gerade dem Herrn Stadtdammen anrufen, Herr Dellenbach. Man muss sich mit der Musik beschäftigen. Aber ihr hört ja Musik, ihr macht Musik, ihr singt. Ja, ihr macht das ja schon. Macht weiter, dann bleibt die Musik bei uns und die Noten verschwindet nicht. Und oh, da hat es schon wieder ein paar drauf. Einfach nur, weil wir heute zusammen mitgemacht haben. Und vielleicht spielt ihr später auch mal in der Stadtmusik von Bremen. Bremgarten. Könnte ja sein. Schön sind ihr da gewesen. Habt viel Freude mit euch. Und am Schluss tönt der Niki und ich doch nur so einen Ausweis verteilen. Ist so eine, ich meine, einen Ausweis. Moment, man kann nicht einen Ausweis verteilen, bevor man überhaupt einen Titel hat. Wir brauchen jetzt sofort einen Trommelwirbel. Liebe Kinder, ich erhebe euch. Und schlägeln euch und rittern euch zum Hilfsdetektiv. Bravo. Und das? Gut. Und das ist ein Hilfsdetektiv, das ist eine Faltvariante. Beim Ausgang kommen die von uns über, da könnt ihr euch einen Namen drauf schreiben. Also einfach, wenn ihr könnt schreiben, so schreibt ihr einfach von Papi oder so. Das kommen wir rüber und wir freuen uns, sind ihr da bei uns gewesen. Es gibt jetzt, nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit, dass ihr könnt einzelne Instrumente ausprobieren könnt. Da hat es überall so Pösten. Es gibt nachher noch Würste und Küchen und aber einfach nicht in die Instrumente reinbröseln. Das wäre noch gut. Und für die Eltern hat es eine einmalige Möglichkeit, ein Diätprogramm jetzt mal wirklich auszuleben. Also ich meine, das Diätprogramm vom Portemonnaie, tun sie einfach ein paar Sachen aus dem Portemonnaie raus in unsere Kollekte, dass man euch da unsere Kasse ein bisschen fester und das Portemonnaie ist dann schön schlank und liegt schön auf. Das ist wunderbar. Wunderbar, schön sind ihr da gewesen. Wir hören jetzt nochmal das Musikstück mit Bremgarten State Orchester. Danke vielmals.
Wir kommen gerade durch Schwarte gefolgt.